Was ich von dem Spiel erwarte, ist, dass wir besser spielen als das Hinspiel. Das Hinspiel war nicht so ein Spiel, wo wir sagen könnten, wir waren gut. Wir müssen Fehler korrigieren, müssen kompakter sein und wir müssen vor allem dem Gegner keine Freiheiten lassen und den Ball nicht einfach so übergeben und dass der Gegner die Kontrolle vom Spiel hat. Das Ergebnis kann man nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist kein schlechtes Ergebnis, aber die Leistung war nicht gut. Wir sind mit der Leistung nicht zufrieden, wir müssen aggressiver sein und auch mit anderen Einstellungen jetzt zum Rückspiel antreten. Ich hoffe, dass die 60.000 Zuschauer ich hoffe, dass sie eine Leistung bekommen, eine Leistung, die sie sich auch verdient haben im Laufe des Jahres. Das hoffe ich, dass sie diese Leistung bekommen und dass wir am Dienstag das Spiel erfolgreich betreten. Unglücklicherweise haben wir dieses Jahr oft Änderungen vornehmen müssen in der Fünferkette hinten. Und das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man immer hinten was ändern muss. Wir haben aber gute Spieler, die diesen Platz noch machen können. Das ist wichtig, dass wir diese Spieler haben, dass wir jetzt keine großen Defizite hinten haben werden. Das ist ja das Wichtige. Ja, der ist im Kader, also der ist bereit, um die Mannschaft zu helfen. Und das ist ein sehr guter Spieler, der ist sehr jung, aber trotzdem hat sehr viel Qualität und der kann uns helfen. Also die Schwächen und Stärken von Regensburg kannten wir schon. Also wir hätten das Spiel jetzt nicht machen müssen, um diese Schwächen oder diese Stärken zu identifizieren. Das ist eine gute Mannschaft, die spielen schon lange zusammen. Die haben auch viel Qualität im Zentrum, die spielen sehr guten Fußball. Also einige sehr gute Spieler haben die und die haben auch viel Selbstvertrauen. Das ist auch eine entscheidende Sache in diesen Spielen. Aber das Problem im Hinspiel war unsere Herangehensweise an das Spiel. Das war und das größte Problem bei uns. Und wir müssen jetzt in diesem Spiel kompakter sein. Und du kannst gegen so einen Gegner keine Räume zwischen den Linien lassen. Wir müssen alle enger zusammen sein. Das war das Problem, wo ein Gegner, der viele Leute im Zentrum hat, wenn die Linien auseinanderbleiben, wenn die Mannschaft sich zerbricht in zwei oder drei Teile, dann ist es schwierig zu verteidigen, ist schwierig, das Spiel im Griff zu haben. Und wir müssen das Spiel organisierter herangehen und auch ruhiger die Momente verstehen, wo wir angreifen sollen, wo wir ein bisschen Ball halten sollen, weil wenn es immer hin und her geht, dann hast du keinen Griff im Spiel, hast du keine Kontrolle und es kann immer auf beide Seiten für beide Seiten fallen, wenn das hin und her ist und wenn das Tempo nicht unter Kontrolle hast. Wir müssen abwarten, was Mittwoch bringt. Also ich hoffe, dass ich da noch lebendig bin und dass ich am Mittwoch mit den Fans feiern kann, den Klassenerhalt feiern kann und die nächste Saison planen kann, bevor wir dann in den Urlaub feiern. Und dass ich mich auch mit den Fans oder für die Fans freuen kann, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Also ich spekuliere jetzt, oder ich will auch nicht spekulieren über solche Sachen. Ich kann gar nicht in meinem Kopf jetzt sehen oder vorhersehen, dass wir in die dritte Liga gehen. Ja, in der Halbzeit haben wir natürlich Selbstkritik gemacht, die ganze Mannschaft. Wir wussten, wir sind nicht kompakt, nicht aggressiv. Wir haben kein Vertrauen gehabt, wir wollten den Ball nicht haben in der ersten Halbzeit. In dieser Halbzeit haben wir dann diese Punkte angesprochen und dass wir das korrigieren müssten und dass wir auch mehr als den Gegner laufen müssen. In so einer Situation müssen wir mehr als den Gegner laufen. Und die ganze Mannschaft hat das kapiert. Und natürlich und selbstverständlich haben die Einwechselspieler auch einen neuen Spirit und eine neue Kraft reingebracht in dem Spiel. E qual é a relevância que dás às substituições do Olic e do Guitqueiro na segunda parte? Entraram muito bem no jogo. Entraram muito bem no jogo, trouxeram-nos mais movimentos, mais mobilidade e ajudaram-nos a chegar ao empate. Ja, die zwei sind sehr gut reingekommen, die haben uns sehr viel Mobilität gebracht und die haben uns geholfen, das Unentschieden zu erreichen. Also wenn wir so denken, dann wird es sehr schwer. Wir dürfen jetzt nicht mit Zeit spielen und versuchen, das 0-0 über die Bühne zu bringen, aber wir dürfen jetzt auch nicht wild und überdreht ins Spiel gehen, weil das muss alles sehr gut ausbalanciert sein. Das Hinspiel war auch schon ein ausgeglichenes Spiel. Das wird im Rückspiel ähnlich sein und auch das Wetter ist sehr heiß. Wir sind am Ende der Saison, wir dürfen jetzt nicht überdreht pressen wie Verrückte und das Spiel auf einmal so wild machen. Das wird uns keine Vorteile bringen.
Wir müssen natürlich zum Gewinnen spielen, das will ich auch. Ich habe noch nie in meinem Leben fürs Unentschieden gespielt, aber natürlich mit Hand und Fuß.